Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf Karlchen Knack zu einer neuen Folge. Und heute gibt es Kunos erster Raub. Oho, seid gespannt und jetzt viel Spaß. Und hoch. Hoch. Und hoch. Und hoch. Ja, das gefällt dir nicht wahr, mein Kleiner? Carla, wir müssen reden. Was ist denn, Karlchen? Naja, Mausebein, also ich mache mir so langsam einfach nur Sorgen. Wie meinst du das, Karlchen? Worüber machst du dir Sorgen? Na, Kuno zeigt überhaupt keinerlei Anzeichen von Kriminalität. Immerhin sind wir doch als Einbrecher doch seine Eltern und er muss doch die Familientradition einfach weiterführen. Ja, da hast du schon recht. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Heutzutage ist es gefährlich, ein Krimineller zu sein. Denk doch nur mal an letztens, Karlchen. Du meinst, wo ich mit dem Transporter voller Gold angekommen bin, ne? Ja, das war toll. Nein, wo du wieder im Gefängnis warst. Möchtest du etwa, dass unser kleiner Kuno ohne Vater aufwächst? Ich nicht. Na, mein Süßer, wie wär's denn, wenn du vielleicht Anwalt wirst? Dann kannst du deinen Papi immer aus dem Gefängnis holen. Da siehst du's, Karlchen. Aber das gefällt mir nicht so richtig, Carla. Aber wenn Kuno dann in Sicherheit ist, meinetwegen. Na also, Karlchen, vielleicht wird das ja noch. Ich würde sagen, wir müssen da einfach abwarten. Nanu, was hat er denn jetzt? Etwa schon wieder eine volle Windel? Nein, ich glaube, es ist einfach nur Zeit für sein Mittagsschläfchen. Na komm, mein Kleiner, Mami bringt dich ins Bett. So, mein Kleiner, da wären wir dann auch schon an deinem Bettchen. Oh, gute Nacht, mein Kleiner. Schlaf schön. Ich weck dich dann zu deinem 4-Uhr-Fläschchen. Mann, habe ich einen Hunger. Hä? Was ist denn da los? Schreit ein Baby? Ach je, mein Kleiner, was machst du denn hier ohne deine Mami? Wo krieg ich mir denn hier ein Fläschchen her? Oh, na gut, hier hast du meine Pommes. Etwa übel geworden. Na komm her, dann machen wir erstmal ein Bäuerchen. So, ein kleines Bäuerchen. Na bitte, jetzt ist doch schon viel besser. So, dein kleiner Freund wird weiterhin auf dich aufpassen. Aber irgendwo muss doch deine Mutti sein. Rühr dich nicht von der Stelle. Ich gehe jetzt mal deine Mami suchen. Okay? Hallo? Hallo? Ist da wer? Seltsam. Ich hätte schwören können, da war was. Dann eben nicht. Also, Nanu? Wer bist denn du? Wie kommst du denn dahin? Das ist kein Spielzeug. Komm, ich helfe dir darunter. Hat dich hier jemand vergessen? Wir werden deine Mami bestimmt schnell finden. Du bist aber ein süßer kleiner Fratz. Oh, bist du niedlich, Mensch, so süß.
Was guckst du denn so? Was hast du vor und... Ah! Hallo, mein Kleiner, es wird Zeit für dein Fläschchen. Schläft er etwa immer noch? Schau nur, wie süß er schläft, Karlchen. Vielleicht sollten wir ihn noch ein wenig schlummern lassen. Ja, der Meinung bin ich auch. Auch wenn er kein kriminelles Genie wird, so wie ich. Ich habe ihn trotzdem sehr lieb. Oh, Karlchen. Dann jetzt aber los, lass wir ihn schlafen. Ja. Hab ich dich! Ich wusste es! Hab ich dich erwischt! Papi ist so stolz auf dich! Ich wusste doch, dass du ein waschechter Knack bist! Aber der Mami erzählt mir nichts davon, ne? Nur damit du es weißt, bei meinem nächsten Raub nehme ich dich natürlich mit. Na, was sagt ihr dazu? Kuhn ist doch ein waschechter Knack, oder? Aber erzählt mal, habt ihr auch schon mal heimlich irgendwas gemacht? Mit Freunden oder so? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wir behalten natürlich alles für uns, falls ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt dem Video natürlich auch einen Daumen hoch geben. Nicht vergessen, das wird uns sehr freuen. Oder aber ihr abonniert den Kanal. Dann einfach hier oben links auf das Logo klicken und schon verpasst ihr kein Video mehr. So, und hier drüben sind noch zwei weitere Videos von uns. Gerne anschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.